Herr Behan, welches sind bemerkenswerte Ereignisse für den KIT in den vergangenen Jahren? Wie konnte der KIT dabei seinen Mitgliedern bei Stellung und Würdigung der IT in der Klinik vor allem nützen? Das bemerkenswerteste Ereignis der letzten Jahre war sicherlich die Covid-19-Pandemie, die uns auch einiges an Kopfzerbrechen bereitet hat in der Verbandsarbeit, weil wir die Tagungen, die wir zweimal pro Jahr machen, nicht mehr durchführen konnten in dieser Form. Die erste ist dann auch ausgefallen und dann haben wir uns aber überlegt, das eben online zu machen, wie viele andere das auch, was aber natürlich in unserem speziellen Segment ein bisschen schwierig ist, weil ja gerade das Treffen für uns sehr wichtig ist. Trotzdem hat es aber sehr, sehr gut funktioniert. Der Wissensaustausch war groß und wir hatten sogar einen Benefit, muss man sagen, gegenüber den normalen Tagungen. Da die Reisetätigkeit dabei wegfiel, konnten viele IT-Leiter dann eher teilnehmen, als es sonst der Fall ist. Das muss man herausstellen. Das ist was, an dem wir jetzt wieder arbeiten müssen. Wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, wie hat denn der Verband insgesamt die Mitglieder unterstützt und wo sehen Sie da in der Vergangenheit besondere Punkte durch diese Unterstützung? Die Unterstützung liegt eigentlich hauptsächlich im gegenseitigen Austausch. Was wir anfangs mal probiert hatten, war, dass wir irgendwelche Kennzahlen machen wollten oder Formulare mit Personalbedarfsberechnungen, mit denen man zu den Geschäftsführungen geht, solche Dinge. Aber das hat sich nicht als so sinnvoll erwiesen, dass der Kern ist tatsächlich voneinander lernen, was tut der, was tut diese. Und eben dieser Slogan aus der Praxis für die Praxis beschreibt es eigentlich sehr genau, was wir da tun. Mhm. Weil wir im engen Sinne sind ja der Vorstand und das sind ja nur ein paar Leute von mehreren hundert. Wir können das ja nicht alleine leisten. Da taucht die Frage auf, Sie tun etwas für den IT-Verantwortlichen. Wie sieht es mit den Mitgliedern aus und wenn Sie jetzt künftige Mitglieder in den Blick fassen, warum sollte man bei Ihrem Verband Mitglied werden? Der eine Grund, das ist eigentlich das, was ich gerade genannt habe, eben dieser Austausch und über den Tellerrand hinaussehen. Ich denke, das sieht man auch an den Tagungen recht gut, dass diese Vorträge, die man hört, auch mal Themen berühren, die man jetzt aus dem Alltag nicht so kennt. Es gibt aber auch ganz andere Aspekte, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt. Das ist schon seit ein paar Jahren etabliert. Da gibt es ja diese Rechtsschutzversicherung auch, die wir etabliert haben, die einfach bewirkt, dass man sich in diesen unsicheren Zeiten, wo der IT-Leiter, das muss man einfach sagen, auch immer auf dem Schleudersitz hockt, da entsprechend auch absichern kann. Dann, wenn es mal so weit kommt, dass er auch weiß, da gibt es eine Unterstützung, die er dann mit dem Mitgliedsbeitrag mitbezahlt, der ja vergleichsweise günstig ist und da auch Hilfe bekommt. Das ist auch ein Grund, was ich schon gehört habe von vielen, auch mit dem Grund, da bei uns mitzumachen. Wir sprechen von dem IT-Verantwortlichen. Gibt es für den Verband auch neue Zielgruppen, die angepeilt werden? Das ist ein Thema, was auch schon viele Jahre uns immer beschäftigt. Ursprünglich hatten wir als ordentliche Mitglieder rein IT-Leiter angesehen. Das war vor 20 Jahren. Nun hat sich das Spektrum natürlich verändert, auch innerhalb der Kliniken. Da gibt es Geschäftsbereichsleiter, da gibt es Teamleiter, da gibt es die Medizintechnik, die an die IT immer mehr heranwächst. Und wir haben uns dann zu öffnen begonnen und zu sagen, es muss nicht der IT-Leiter, die IT-Leiterin sein. Es kann auch ein Projektleiter sein, es kann ein Teamleiter sein. Aber uns war immer wichtig, und so ist es auch bis heute noch, es kann nicht jemand sein, der einfach nur irgendwie IT macht, sondern er muss aus dem Krankenhaus sein, er muss dort angestellt sein und er muss in irgendeiner Weise in der Verantwortung stehen. Das ist uns schon wichtig. Ist der Vorstand des KIT eigentlich der Spiegel von dieser neuen Perspektive, von diesen sogenannten Quereinsteigern? Oder wie sollte sich das Personal in diesem Vorstand mit Blick auf die Zukunft zusammensetzen? Das ist auch eine spannende Frage. Da hat es auch in den letzten Jahren auch viele Verwerfungen gegeben.
am Anfang war es ein fester Stamm. Das hat das auch wieder gespiegelt, was damals so war. Ein IT-Leiter war 20 Jahre im Amt. Und dann ging es los, dass eben nicht mehr bei jedem so funktioniert hat wie geplant. Manche sind dann in Beratungsbereiche gegangen. Da hat man gesagt, nee, wollen wir nicht, passt nicht. Und wir haben uns dann entsprechend differenziert. Dann, wenn ich jetzt mal auch namentlich ein Beispiel nennen darf, der Jürgen Fleming ist bei uns als Pressewart dabei. Der war damals in einer Projektleitungsabteilung angestellt, also gar kein IT-Leiter zu dem Moment. Gab auch Diskussionen, was wollen wir da machen, aber diese Öffnung spiegelt sich tatsächlich in der Form auch im Vorstand wieder, das kann man so sagen. Ja. Mhm. Und wird auch weiter so sein. Ja. Und der IT-Leiter, der hat es künftig mit keiner ganz so sicheren Zukunft mehr zu tun. Was verändert sich für ihn? Worauf muss er sich vorbereiten? Ich sage da immer gern, die Goldgräberzeiten der IT ist vorbei. Früher konnte man ja, da gab es ja diese Themen von der IT-Leiter kommt mit dem Hubschrauber eingeflogen und macht so ein bisschen was und geht wieder. Mittlerweile geht es hauptsächlich darum, den Betrieb am Laufen zu halten, die Menschen zufrieden zu halten, auch eine funktionierende Hotline zu haben. Das sind ganz wichtige Themen. Und natürlich auch die ganzen gesetzlichen Restriktionen, die es früher in der Form gar nicht gab. Also auch B3S möchte ich nennen, die ganzen Sicherheitsgesetze, woran man sich halten muss, die Sicherheitsstandards, die erfüllt werden müssen, immer mehr werden. Das engt den IT-Leiter natürlich ein in seinem Spielraum und er muss sich mehr darauf konzentrieren, seine IT funktionieren zu lassen, wie da irgendwo immer wieder Neues zu erfinden, wie es noch vor einigen Jahren der Fall war. Jetzt haben wir mal angeschaut, was so auf den IT-Leiter von außen zukommt. Wie sieht es denn im Unternehmen aus? Was muss der IT-Leiter unternehmenspolitisch mal gesprochen im Blick haben? Man muss natürlich immer sehen, von der Geschäftsführung wird die IT immer noch primär als Kostentreiber wahrgenommen. Das heißt, man kommt zur Tür rein beim Geschäftsführer, dann heißt es, sie wollen schon wieder Geld. Das Geld haben wir nicht. Das ist besser geworden durch das Krankenhaus-Zukunftsgesetz, weil da jetzt zum ersten Mal von außen auch Mittel da sind. Aber ich denke, als IT-Leiter ist es wichtig, dass man sich immer, wenn man sich in diesen Gremien bewegt, diese Brille aufsetzt und sagt, die wollen nicht hören, wie ein Server funktioniert oder welche Infrastruktur ich da jetzt für welches Geld da kaufen will, sondern die wollen sehen, damit die Prozesse funktionieren, ist das und das und das notwendig. Und glauben Sie mir, ich bin der Fachmann, das kostet eben so und so viel, das muss man in die Hand nehmen, ansonsten wird das Haus nicht mehr in vorderster Reihe mitschwingen. Und das ist, glaube ich, ungefähr die Sprache, die dann da auch verstanden wird. Und ist der Verband dabei, die Mitglieder auf diese Sprache sozusagen vorzubereiten? Ich finde schon allein, deswegen kann man es sagen, ich bin ja schon lange dabei, wenn man sich die Tagung anschaut, um welche Themen es da geht. Also früher, so ganz früher, da war dann wirklich noch die Frage, wie mache ich meine Datensicherung oder wie viele PCs stehen bei mir. So typischer Vortrag hat immer begonnen, wie viele Server sind bei uns und sowas. Und inzwischen spricht man ja auch wirklich über sehr abstrakte, prozessorientierte Themen. Hat man heute auch ganz gut gesehen. Da geht es dann um künstliche Intelligenz oder wie verändert sich auch zum Beispiel an einem Flughafen das Check-in oder solche Sachen, was einfach auch das Verständnis erweitert, wie funktioniert IT. Auch für den IT-Leiter selbst, der aus seinem Keller mit seinen Servern dann zwangsläufig herauskommt und zum Manager wird. Jetzt ist ein Verband ohne Ehrenamtliche nicht zu denken. Wie funktioniert ein Ehrenamtlicher? Was ist da zu tun? Wie ist da die Motivation zu steigern, um zu neuen, weiterhin ehrenamtlichen Mitgliedern in diesem Verband zu kommen? Es ist natürlich so, muss man auch sagen, man kann die Sache nicht immer hundertprozentig trennen. Natürlich gibt es keinerlei Vergütung für das, was wir hier tun. Auf der anderen Seite hat man einen 100%-Job, der meistens auch viel mehr ist als 100%. Das heißt,
Man muss da seine eigene Balance finden, wie das Ganze zusammenspielt. Das heißt, man darf nicht abends den Griffel fallen lassen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr, leg die Füße hoch, sondern muss halt schauen, was ist im Betrieb zu tun, was ist im Verband zu tun. Also man muss ehrenamtlich ein bisschen ganzheitlich verstehen im Sinne, was ist meine Berufung, wie sehe ich jetzt einfach in Form von IT und wie kann ich mich da einbringen. Und wir haben eigentlich die Erfahrung, dass es immer wieder Leute gibt, die sich in diesem Segment interessieren. Auch da mache ich jetzt wieder ein Beispiel. Unsere neue Tagungsorganisatorin Alexandra Heimel ist ja jetzt dazu gestoßen. Also was da kommt, die hat ja auch einen 100% IT-Job. Wir haben, habe ich heute Morgen gesehen, 23 Seminare auf dem Kalender dieses Jahr und zwei Tagungen. Das organisiert sie mit einem kleinen Team zusammen und das alles so nebenbei. Ja. Und solche Leute braucht es und wird es auch in Zukunft brauchen, um da an der Stelle einfach weiterzukommen. Die gibt es aber auch, ja. Also Ehrenamtliche bringen Schwung in das Verbandsleben, wenn man das mal so formulieren kann. Wie sieht es denn dann mit den weiteren Unterstützern aus von Seiten der Industrie? Wie hat der Verband und wie haben die beiden Positionen, Industrie und Verband, miteinander leben können und wollen miteinander weiterleben? Die Industrie, da bin ich selbst auch immer sehr angenehm überrascht, hat ein sehr, sehr großes Interesse daran, bei uns unterstützend mitzuwirken. Das fängt schon an bei der sogenannten Fördermitgliedschaft, die eine Firma ja eingehen kann. Da haben wir nach wie vor steigende Zahlen, schon über Jahre hinweg und immer konstant. Und auch als Präsenz bei den Ständen, bei unseren Tagungen, die regelmäßig ausverkauft sind, wo man merkt, die Menschen möchten dabei sein, die möchten sich mit uns austauschen, die möchten sich auch präsentieren und mit uns in Dialog treten. Für uns als Verbandsvorstand ist es natürlich immer ein bisschen schwierig, weil die wollen natürlich auch verkaufen. Und das ist für die Mitglieder, gerade jetzt so bei einer Abendveranstaltung, möchte man nicht immer dann jemanden neben dran sitzen haben, der einem was verkaufen will. Da muss man ein bisschen eine Balance finden. Aber ich glaube, das ist für beide Seiten sehr einträglich, was da passiert. Ja. Und wie neutral kann denn ein Verband wie der KIT bleiben? Das ist ein ganz großes Thema. Wir kriegen ständig irgendwelche Anfragen von Firmen oder auch von Meinungsforschungen oder auch von Universitäten, Mitglieder Adressen rauszugeben oder irgendwelche Informationen rauszugeben. Und da haben wir uns eigentlich immer sehr strikt verhalten und gesagt, also wir machen sowas nicht. Wir sind neutral, wir wollen es nicht. Und da kriegt keiner Informationen in diesem Sinne von uns, was für den Vertrieb direkt nutzbar wäre. Da sind wir sehr, sehr eisern. Danke, Herr Beher.